Wir sind zu Gast im Deutsche Bank Park, wo das Wetter absolut mitspielt. Und damit dürfen wir Sie sehr herzlich zu diesem Spiel begrüßen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln. Ich glaube, das wird eine hochinteressante Partie, Wolf. Es geht zwar eigentlich um nichts, aber die Mannschaften sehen das wohl anders. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Taktisch sieht das bei Ihnen nach einem 3-4-3 aus, Buschi. Und damit können wir uns, so vermute ich zumindest, auf sehr, sehr viel Flügelspiel einstellen. Also eine wichtige Rolle für die Außenstürmer. Forechecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Die Ticketpreise werden immer wieder kritisiert, aber schauen wir uns hier im Stadion um. Alles voll. Die Menschen strömen immer und immer weiter. Und daran, Wolf, erkennt man natürlich, welche Bedeutung der Fußball heute hat. Vielleicht ist er in diesen Zeiten sogar noch wichtiger als früher. Anstoß Köln. Und damit läuft diese Partie. Ja, könnte was werden. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. Da setzt er zum Sprint an, kommt er durch. Frankfurt mit dem Tor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Keins. Ja, guter Pass. Und die Situation ist wieder bereinigt. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Super dazwischen gegangen. Jetzt vielleicht mal die Kölner. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Viel zu hart. Was macht der Schiri? Gibt das Rot. Und das hatten sie sich anders vorgestellt. Platzverweis. Und wir sehen ja den Spielstand. Jetzt wird es eng. Und zwar ganz eng. Rote Karte. Unfassbar. Also ich weiß nicht, ob sie das noch drehen können. Kostic. Ja, da müssen sie aufpassen. So. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf.
Jetzt kommt die Ecke. Boah, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Skiri. Matthias Swanberg. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Jetzt gibt's Abstoß. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf den Führungstreffer. Schöner Vollspannschuss und dazu auch noch gut platziert. Skiri. Matthias Swanberg. Sieht gefährlich aus. Die Gelegenheit, um zu flanken. Er verhindert die Flanke. Kurze Ecke jetzt. Jetzt die Flanke. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Ecke kommt ins Zentrum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Chance zum Konter jetzt. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Was für eine Rettungstat, gehalten! Die Ecke kommt. Gefahr bereinigt. Rode. Sie können es machen. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Der Ball kommt rein. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. Ja, könnte was werden. Guter Einsatz, das war wichtig. Klasse Aktion. Und damit ist der Ball weg. Schupp. Ja, mit viel Übersicht. Kann er erstmal befreien. Ja, er verhindert das Tor mit einer Riesenparade. Also die Szene werden wir noch häufiger sehen. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben.
ganz enges Ding hier. Da ging es um Zentimeter. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Sie bringen den Ball in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Ball wird abgefangen. Matthias Swanberg. Sie können den Ball abfangen. Und damit sind Sie am Ball. Matthias Swanberg. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen. Das ist eine tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. 2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Starker Zweikampf. Jetzt der Vorstoß. Gefährliche Szene. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Da kommt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. In der Pre-Zero Arena ist was passiert. Ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es sämtliche Infos für Sie. Wir haben hier das erste Tor für die TSG Hoffenheim. Torschütze war Ilas Bebu. Der Ball wurde noch abgefälscht. Na, und dann ist der Können Sie verkürzen? Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Was ist denn hier los? Jetzt treffen sie auch, quasi mit dem ersten Gegenangriff. Und das ist wichtig. Sie zeigen nämlich, wir geben uns hier nicht auf. Hier ist noch alles drin. Die Nummer 9, Sebastian Andersson. Das könnte vielleicht was werden. Guter Steilpass hier, macht er gut.
Kein Tor, der Torhüter ist da. Was macht er draus? Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Hält diesen Ball und dann Pfosten. Hector. Matthias van Berg. Skiri. Gute Balleroberung hier. So. Der Ball kommt hoch rein. Ah, das sah vielversprechend aus, aber abseits. Knappe Geschichte, aber da kam der Vorstoß einen Tick zu früh. Das sind Sekundenbruchteile. So wird die Szene abgepfiffen. Schade, das hätte durchaus gefährlich werden können. Alles eine Frage des Timings. Klasse Zuspiel. Da kommt der Vorstoß, aber die Fahne ist oben. Abseits. Ja, ja, war zu sehen. Es ist abseits. Aber eigentlich gefällt mir das ganz gut. Sie suchen die Chance, suchen die Lücke. Hier hat es eben nicht hundertprozentig funktioniert und deshalb auch zu Recht der Pfiff. Sebastian Andersson. Jetzt vielleicht. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Ja, schön geklärt. Das war die Gefahr bereinigt. Könnte in Konter gehen. Da war die Führung in Gefahr und die Fans merken, jetzt braucht das Team unsere Unterstützung. Das ist abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Sebastian Andersson. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Abgepfiffen. Abseits. Ja, ja, da ist abseits. Ist ein Augenblick zu früh losgelaufen. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Toller Pass. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Fairer Einsatz hier. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Kostic. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Er hat bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt. Wie siehst du das? Also er kann natürlich mehr, gar keine Frage. Und das weiß er auch selbst. Klasse Spiel bisher von der Eintracht. So soll es natürlich aus Sicht der Frankfurter weitergehen. Kostic!
Blockt den Schuss erstmal ab. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Aktion da. So, was machen Sie draus? Da riskiert der Kopf und Kragen mit dieser Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Glanzparade gehalten. Ja, er kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht. Und das Zittern geht weiter. Ecke kommt. Kopfball neben das Tor war eigentlich kein schlechter Versuch. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Matthias Swanberg. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Ballgewinn, gefährliche Position. Borre. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ah, da geben sie den Ball ab, so wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Was macht er draus? Sie können es machen. Fällt das Tor doch noch? Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Da sehen wir es in der Wiederholung, wie er den Ball volley nimmt mit ganz viel Mut und Power. Und das zahlt sich aus. Ein wunderschönes Tor. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Beide wollen natürlich diesen Ball. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Drüber, kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Auf außen ist Platz. Da ist die Flanke. Super Aktion, gut geklärt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ball in Seitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf. Oh, jetzt werden sie wechseln. Schopp. Und die Balleroberung, wichtig. Trapp mit der Parade, klasse Aktion. Wir geben kurz.
geht's ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leipzig. Neuer Spielstand damit 1:0. 61 Minuten sind hier gespielt. Interessante Info. Dankeschön dafür. Er geht dazwischen. Unaufhaltsam. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Sebastian Andersson. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Rode. Evan Dika. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Tor für die Eintracht. Schon reichlich glücklich, dass der reingeht. Fast gehalten. Ja, sehen wir hier nochmal, da hat nicht viel gefehlt. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Sie nehmen den Wechsel vor. 4-1 jetzt also. Kann er was draus machen? Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Da wäre Platz für einen Konter. Oh, da ist er durch. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Jetzt wird hier gewechselt. Da kommt die Ecke. Ball ist erstmal wieder raus. Sebastian Rode. Da kommt die Flanke. Er kann klären. Da können sie kontern. Skiri. Hereingabe jetzt. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Gutes Auge vom Assistenten. Abseits. Super dieses Zuspiel. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Jetzt wechseln sie hier aus. Ecke kommt in den 16er. Und jetzt haben sie den Ball. Klasse Pass. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter.
Jetzt wollen sie das Spiel schnell machen. Die Chance hier. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Ecke kommt rein. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Ball erstmal weg. Oh, da geht er vorbei. Und jetzt gibt's eine Ecke. Jetzt der Eckball. Da konnten sie nichts draus machen. Matthias Swanberg. Jetzt haben sie den Ball verloren. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Wenn gefährlich! Gehalten! Aber der Ball ist weiter gefährlich. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Macht er gut! Da kann er sich den Ball holen. Sie machen diesen Ball nicht rein. Gerade eben in dieser Szene. Also, es ist nicht zu glauben. Guter Pass. Hector. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Borre. Jetzt können sie vielleicht kontern. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Sie spielen einen richtig guten Konter, aber dann kommt doch nur ein eher schwachbrüstiger Versuch dabei rum. Ja, verschenkt. Anders kann man das nicht ausdrücken. Da ist der Ball jetzt weg. Gefährlich, der Steilpass. Zu früh losgelaufen, klarer Fall, abseits. Ja, aber das war knapp. Und wenn das klappt, wenn diese Strategie, dieses Lauern klappt, dann kann es gefährlich werden. Aber klar, hier hat so ein wenig die Präzision gefehlt. Da gewinnt er den Zweikampf. Gute Aktion. Sie können den Pass unterbinden. Jetzt können sie kontern. Fast schon leichtfertig vergeben diese Gelegenheit zum Konter. Gefährlich jetzt. Schön, wie sie diesen Konter spielen. Und fast wird das Ganze dann ja auch mit einem Tor belohnt. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch. Eine super Szene.
Da ist Platz für den Konter. Weiter gefährlich hier. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Und direkt zurückgespielt. Matthias Swanberg. Klasse Tor aus großer Entfernung. Das hat er wirklich gut gemacht. Da haben wir diesen Treffer aus der Distanz nochmal. Ich glaube fast, der Keeper hat nicht damit gerechnet, dass er aus der Entfernung einfach mal abzieht. Zu 2 steht's damit. Hier ist einiges los. So, was machen Sie draus? Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Und wieder ein Foulspiel und wieder eine Karte. Und dabei sind sie schon in Unterzahl. Das müsste doch Warnung genug sein. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Dieser Kopfball geht rüber, keine echte Gefahr. Und nun ändert sich an diesem Ergebnis nichts mehr. Wir hören den Schlusspfiff. Eintracht Frankfurt holt sich den Sieg. Klarer Sieg also, ein Tor schöner als das andere und genau so kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinge auch. Eiskalt, routiniert, souverän, das ist großartig. Da setzt er zum Sprint.